Vielen Dank für die nette Einführung. Vielen Dank für die Einladung hier nach Hamburg. Ich bin sehr gerne gekommen und ich nehme das mal als gutes Zeichen, dass es hier diese wunderbaren Blumen gibt. Das ist so fröhliche Wissenschaft, wenn man das so sagen darf. Und Hamburg ist auch insofern ein interessanter Ort für diesen Vortrag, weil es der Gastgeber, die Hamburger Universität, der Gastgeber für den nächsten Historikertag sein wird, auf den ich in meinem Vortrag auch noch einmal ganz kurz im Zusammenhang mit digitaler Geschichtswissenschaft zu sprechen kommen werde. So, nun zum Vortrag selbst. Clarin is an excellent project, so Seth Dambo, der Director for Scholarly Communication and Digital Initiatives der American Historical Association, AHA. Was ist bemerkenswert an dieser Aussage, außer dass der Deutsche Historikerverband sicher auch gerne einen Direktor für digitale Initiativen beschäftigen würde? Bemerkenswert ist, dass die großen in Europa entwickelten digitalen Forschungsinfrastrukturen unter nordamerikanischen Experten wahrgenommen und so schien es mir zumindest nach diesem Gespräch geschätzt werden, vielleicht sogar mehr als in Europa selber. Von außen, so heißt es häufig, könne man Erreichtes besser wahrnehmen. Und deshalb möchte ich das Gewicht meines Vortrages auch auf Nordamerika legen. Und dies aus der Perspektive einer Historikerin, die durch die deutschen Gegebenheiten geprägt ist und Entwicklungen primär durch diese Brille wahrnimmt, trotz des jetzigen Büros in Washington und trotz der wirklich tollen Möglichkeiten von DH-Spezialisten wie Brett Barbley oder am DHI selber Matthew Hebert informiert und inspiriert zu werden, übrigens auch für diesen Vortrag. Vielleicht sind meine Wahrnehmungen dadurch besonders scharf, das kann ich noch nicht so richtig beurteilen, denn ich bin tatsächlich erst ein halbes Jahr vor Ort. Aber was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass auch meine Brille nur eine Momentaufnahme bietet und für Weitergehendes das Feld sowohl der Digital Humanities als auch der Digital History zu vielgestaltig und zu sehr in Bewegung ist. Und genau das, diese besondere Dynamik, die den noch recht neuen Feldern innewohnt und von ihnen ausgeht, wirkt mit der transatlantischen Brille ebenso beeindruckend wie erklärungsbedürftig. Deshalb möchte ich Ihnen zunächst einen Abriss der historischen Entwicklung geben. Dafür bin ich Historikerin. Anschließend werde ich die Strukturen der Digital Humanities in Nordamerika als Hintergrund kurz skizzieren, um dann tatsächlich auf die Digital History einzugehen und abschließend umreiße ich dann die wichtigsten Implikationen der Digitalität für die Geschichtswissenschaft. Zum ersten Punkt, den historischen Verortungen. Die Wurzeln dessen, was wir heute als Enhanced oder seit 2004 als Digital Humanities bezeichnen, reichen weit zurück. Die meisten von Ihnen wissen das. Bis in die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, als Roberto Busa sein Langzeitprojekt mit IBM plante und verschiedene Forschungsansätze, etwa in der Computerlinguistik wie in der literarisch interessierten lexikalischen Textanalyse, unter dem Begriff Humanities Computing bekannt wurden. In den 70er Jahren formierte sich eine quantitative Geschichte, die sogenannte Kliometrie, die die Sozialgeschichte sehr stark befruchtet hat. 1987 entstand die Association for History and Computing, 1993 die deutsche AG Geschichte und EDV. Sie sehen, Historiker haben die Chancen des Computerzeitalters früh zu nutzen gewusst, ebenso wie die des World Wide Web. Das heutige HNET entstand 1993, das wissen die wenigsten, als HistoryNet, nicht als HumanitiesNet, sondern zunächst als HistoryNet. Und mit ihm sind seit nunmehr zwei Jahrzehnten, also relativ schnell nach der Gründung des HistoryNet, das Berliner Portal H-Soz und Kult verbunden, das für die Fachkommunikation innerhalb der Geschichtswissenschaft nicht mehr wegzudenken ist.
dass Historiker die neuen Impulse frühzeitig aufgenommen haben und ins Fach getragen haben, betrifft auch Quellen- und Literaturdatenbanken oder kritische historische Editionen. Und diese durch Internet und Digitalität möglich gewordenen Praktiken und Präsentationsformen, die haben relativ rasch den Mainstream der Geschichtswissenschaft erreicht. Dass demgegenüber Werkzeuge und Verfahren der Digital Humanities in einem engeren Sinne, also zum Beispiel Text Mining, wenig Anklang fanden, hängt auch mit den Arbeitsformen, mit den Erkenntniswegen und mit den Quellen von Historikern zusammen. Bevor ich dies näher ausführe, noch einige Worte zu den Digital Humanities in den USA und in Kanada. In Kanada und den USA sind heute mindestens 60 Zentren, das ist schwer zu eruieren, Institute oder Labs entstanden. Hier in Kanada 5 mit einem Focus on Digital History und in den USA sind es 14, die diesen Fokus haben. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Digital Humanities, so Matthew Kirschenbaum, which began as a term of consensus among a relatively small group of researchers, is now backed on a growing number of campuses by a level of funding, infrastructure, and administrative commitments that would have been unthinkable even a decade ago. Und dieser Trend hat sich in den letzten 5 Jahren, seit Kirschenbaum dies konstatierte, noch verstärkt. Im Moment scheint es, als investiere wirklich jede Universität, die etwas auf sich hält, in dieses Feld. Die Größe und das Profil solcher Zentren sind freilich ebenso divers wie die Strukturen ihrer Förderung. Während die Länder der EU einem tendenziell zentripetalen Modell folgen, ist das nordamerikanische zentrifugal angelegt, wobei Kanada einen recht hohen Anteil an staatlicher Förderung aufweist. Finanziert von der Canada Foundation for Innovation stellen ca. 200 Experten für alle Mitgliedsuniversitäten Wissen, Hardware, Software, Speicherlösungen oder Trainingsangebote bereit unter Compute Canada. Und dies gilt in Kanada auch für die Humanities, die innerhalb des US-amerikanischen Systems einen doch recht schweren Stand haben, zumindest schwerer als in Deutschland. Wenn in den USA von Wissenschaft die Rede ist, dann meint man in der Regel und vielleicht sogar zunehmend stärker die Hard Sciences. Und wie sehr beide Wissenschaftswelten getrennt sind, habe ich eben wieder erfahren, als ich für die Jahrestagung der American Association for the Advancement of Science, AAAS, ein Panel zu Forschungsinfrastrukturen für Digital Humanities in vergleichender Perspektive einreichen wollte. Meine Nachfrage bei einem der Program Officer von AAAS, welche Kategorie im Internet, in der Maske, in der Eingabemaske man dieses Panel denn nun zuordnen könne, weil es passt da einfach wirklich keines, wurde mit einer erstaunten Gegenfrage beantwortet, was denn Digital Humanities eigentlich seien. Das ist in den USA seit 1965, hier sehen Sie Lyndon Johnson bei der Unterzeichnung, ein National Endowment speziell für die Humanities gibt, ist also nicht unbedingt als Ausweis der Stärke der Geisteswissenschaften zu verstehen, sondern eher als Versuch, ihnen in einem schwierigen Umfeld etwas mehr Geltung zu verschaffen. Die hierfür verfügbaren Mittel sind jedoch, bedenkt man die Größe des Landes und die Vielzahl der wissenschaftlichen Einrichtungen, eher limitiert. 2014 standen umgerechnet 94 Millionen Euro zur Verfügung, davon 13 Millionen, man muss sagen nur 13 Millionen, für Forschungsvorhaben und 2 Millionen für Digital Humanities Projekte. Die Unterschiede zu Deutschland liegen, glaube ich, auf der Hand.
Erstens, obwohl die DFG Geistes- und Sozialwissenschaften gemeinsam ausweist und es nicht trennt, 2014 mit 326 Millionen Euro, dürfte feststehen, dass Deutschland über den NEH-Förderanteilen liegt. Das gilt umso mehr, wenn man die einschlägigen EU-Programme berücksichtigt und wenn man bedenkt, dass das BMBF ebenfalls spezielle Förderprogramme für die Geistes- und Sozialwissenschaften entwickelt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, Herr Kahler, allein für die E-Humanities, die Digital Humanities, in den letzten Jahren 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat. Zweiter Unterschied. Die Förderzwecke der NEH sind breiter angelegt als in Deutschland. Bei uns wäre es fast unmöglich, ein Angebot für die akademische Lehre finanziert zu bekommen, weil sich die großen Akteure explizit auf Forschungsförderung ausgerichtet haben. Die NEH hingegen berücksichtigt Forschung, Lehre und Wissenschaftspopularisierung. 2014 floss ein Viertel des Gesamtbudgets in Bildungsvorhaben und mehr als ein Drittel ging an die einzelnen amerikanischen Bundesstaaten, die ihrerseits nicht nur wissenschaftliche Vorhaben, überwiegend kleinere Vorhaben, sondern auch lokale Geschichtstage, Ausstellungen, Public Libraries, Lehrerfortbildung und Ähnliches unterstützen. Dritter Unterschied. Der National Endowment for the Humanities verfügt seit 2008 über ein von Brad Barbley aufgebautes und geleitetes Querschnittsreferat, speziell für die Belange der Digital Humanities. Diesem Referat geht es in erster Linie um strategische Schwerpunktsetzungen und wegweisende Pilotprojekte, die über ein NEH Grand Challenge Program Matching Funds für bereits eingeworbene Drittmittel erhalten. Eines der jüngeren Projekte, auf die die NEH sehr gern verweist, ist dieses historische Virtual Reality Experiment. Ich kann jetzt nicht auf die Details eingehen, aber nur um Ihnen mal zu illustrieren, um welche Projekte es unter anderem dabei geht. Für die Förderung der Digital Humanities in der Breite und auf längere Dauer ist die NEH nicht zuständig. Dafür haben sich in den USA andere Strukturen ausgeformt, Strukturen, die eng mit den Strukturen des nordamerikanischen Wissenschaftssystems korrespondieren. Finanziert werden die Digital Humanities neben diesen öffentlichen Fördermöglichkeiten unter anderem durch Stiftungen wie die Mellon Foundation, die besonders aktiv ist in diesem Feld, Unternehmen, die zum Teil Hard- und Software sponsern, aber auch eine Zeit lang die Age-Forschung im großen Stil unterstützt haben, nicht ganz uneigennützig, glaube ich, Programme der Bundesstaaten, Universitäten als die wohl wichtigsten Förderer, vor allem die großen Research Universities und zunehmend auch private Spender, die im Kontext einer universitären Strategieplanung selber auch so etwas wie Agenda Setting vornehmen wollen, so wie im vergangenen Jahr zum Beispiel ein Ehepaar an der University of Pennsylvania, die mit 7 Millionen Euro den Aufbau eines Digital Humanities Labs angeschoben haben, für den dann nochmal die Mellon Foundation zusätzlich 2 Millionen Euro gegeben hat. Und das Technology in the Study of History and Art and Culture fördern soll. Hinzu kommt, und das darf man auch nicht unterschätzen, Crowdsourcing, so Small Money. In fast jeder Universität, auf fast jeder Website haben Sie diesen berühmten Donate-Button.
Ein interessantes Phänomen ist, und ich muss gestehen, das war mir vorher auch nicht so bewusst, bevor ich nicht intensiver da recherchiert und auch Interviews geführt habe, dass die frühen und wegweisenden DH-Aktivitäten eher von den öffentlichen und staatlichen Universitäten ausgegangen sind, seit Mitte der 90er Jahre etwa von der University of Virginia, University of Nebraska, George Mason University, City University of New York, University of Maryland oder schon genannt Indiana University Bloomington, wo 2007 eine Provost Initiative für Digital Humanities griff, nur um einige zu nennen. Die meisten der privaten Ivy League Universities sind erst relativ spät auf diesem Zug aufgesprungen. Man kann auch sagen, als der Trend unumkehrbar schien und ihre Einrichtungen, so lässt sich mutmaßen, über die Digital Humanities auch Studenten anziehen konnte, die bereit sind, die hohen Studiengebühren dann auch zu zahlen. Als Spätstarter konnten diese Universitäten mehr Geld auf einmal einsetzen. Das Risiko war natürlich auch geringer und aus Problemen der Pioniere lernen. Heute verfügen Universitäten wie Princeton, Harvard, Yale, Stanford, um auch hier nur einige zu nennen, über ganz besonders leistungsfähige DH-Zentren und Labs. Und das bringt mich zur Frage nach den Forschungsformaten und den Organisationsformen der Digital Humanities in Nordamerika. Gefördert werden sie grob gerastert oder betrieben werden sie grob gerastert. Erstens über Querschnittsdepartments, die wie etwa an der UC Berkeley, mit der gerade unser Institut eine jetzt sehr enge institutionelle Kooperation auch im Bereich der Digital Humanities vereinbart hat. In diesen Querschnittsdepartments treffen sich Vertreter aller Disziplinen, wo sie mit Expertise, Ressourcen und Grants für Forschung, Lehre und auch mit Expertise für Drittmitteleinwerbung versorgt werden. Das heißt, also diese Querschnittsdepartments koordinieren im Wesentlichen Netzwerke und beraten, unterstützen einzelne Initiativen, die aus den Fakultäten herauswachsen. Zweitens individuelle Forscher, darauf komme ich nochmal, das ist nicht zu unterschätzen in Nordamerika, die also ihre Initiativen dann zu größeren Programmen auch ausbauen können. Drittens Forschungsinstitute und DH Centers, wie das Maryland Institute for the Technology in the Humanities, MITH, oder das Roy-Rosenzweig Center for History and New Media an der George Mason University. Neuere Zentren sind oft verbunden mit den Forschungsbibliotheken oder werden wie an der Columbia University, Brown University in Princeton oder Yale von diesen koordiniert. Viertens zu nennen sind DH Labs, in denen sich wie an der privaten Stanford University Forschergruppen über disziplinäre Grenzen hinweg wirklich verstehen lernen. Und wir alle wissen, glaube ich, dass das nicht so einfach ist. Da sie eben Zwischenergebnisse immer wieder auf ihre Erklärungskraft, auf ihre fachliche Plausibilität, auf ihre Reichweite für die jeweiligen fachbezogenen Fragestellungen prüfen und gegebenenfalls auch Tools und Werkzeuge, Methoden anpassen können. Einige DH-Strategen in Nordamerika sehen allerdings die Gefahr, dass durch solche gut ausgestatteten Zentren und Labs, die zweifellos, und das bescheinigen ihnen alle, über ein sehr hohes Innovationspotenzial verfügen und auch über eine sehr große Bereitschaft zum Experimentieren, dass dadurch universitätsübergreifende Kooperationen und gemeinsam nutzbare Technologien aus dem Blick geraten würden. Die hieraus abgeleitete Forderung, die dezentralen Strukturen durch großformatige Cyber-Infrastructures für die Humanities zu ergänzen, stößt allerdings auch auf ein geteiltes Echo. Zwar anerkennen viele amerikanische Kollegen, darunter unter anderem auch der DH-Fachreferent in der NEH,
die Potenziale der europäischen Infrastrukturen, doch sind sie ausgesprochen skeptisch, wenn es um deren Übertragbarkeit auf die nordamerikanische Wissenschaftslandschaft geht. Und das, so glaube ich, erkannt zu haben, nicht zuletzt wegen der exorbitanten Studiengebühren. Denn die begünstigt eindeutig attraktive individuelle Lösungen. Oft wird in diesem Kontext auf die ambivalenten Erfahrungen mit einer ersten, letztlich gescheiterten DH-Cyber-Infrastructure verwiesen. Ich bin sicher, einige von Ihnen werden das Projekt kennen, das Projekt Bamboo, das seit 2008 mit, Herr Hinrich schmunzelt schon, kennt die Geschichte, mit 1,3 Millionen Dollar von der Mellon Foundation gefördert, von den Universitäten Berkeley und Chicago koordiniert und von zahlreichen anderen Universitäten, unter anderem auch aus Großbritannien, mitgetragen wurde. Das Projekt wollte eine übergreifende DH-Infrastructure entwickeln. Die Frage jedoch, wie die generischen Angebote auf konkrete Use Cases und konkrete Forschungsinteressen übersetzt werden könnten, hat Bamboo nicht wirklich überzeugend beantworten können. Es gab offensichtlich auch sehr viele ungelöste Probleme in der interdisziplinären Kommunikation. Letztlich haben sich die Forscher aus den Geisteswissenschaften, die zunächst sehr interessiert gewesen sind, doch von dem Projekt abgewandt, und das hat dann auch der Förderer Mellon getan. 2012 ist die Finanzierung eingestellt worden, und seither gilt das Projekt mehr oder weniger als gescheitert. Einige Elemente wurden in das Portal des Directory DIRT aufgenommen, in dem, wie Sie sehen, auch das schon mehrfach zitierte Angebot aus Clarin Weblicht mitverzeichnet ist und es ähnlich angelegt ist wie das kanadische Directory Tarpor. Als Zwischenbilanz lässt sich festhalten, die nordamerikanische DH-Landschaft weist eine im Vergleich zu Deutschland wesentlich höhere Diversität in der Finanzierung und in den Formaten auf, bei gleichzeitig immer noch relativ hoher Visibilität der Strukturen. Bottom-up-Initiativen einerseits und neuerdings bei den privaten Forschungsuniversitäten privates Agenda-Setting. Andererseits haben die Entwicklung der Digital Humanities vor allem in den USA sehr stark geprägt. Und beides spielt eine doch erheblichere Rolle als in Deutschland, wo die Entwicklung zwar auch, und ich glaube, ein Teil von denen sitzt hier im Raume, von einzelnen DH-Enthusiasten angestoßen und getragen wurde, aber im Gesamttrend doch eher ein Top-Down-Ansatz erkennbar ist, bei dem zunächst wichtige Impulse von öffentlichen bzw. staatlichen Akteuren, DFG, BMBF, EU, ausgegangen sind. Und dementsprechend sind in Nordamerika anders als in Europa fast alle Versuche zur Entwicklung von zentralen DH-Infrastrukturen gescheitert bzw. auf wenig Gegenliebe gestoßen. Und Seth Dambo, den ich eingangs zitiert habe, ist da eher die Ausnahme von der Regel mit seiner Begeisterung für die großen Infrastrukturen. Und er ist auch eine Ausnahme, die gut erklärbar ist, denn Seth hat als Vertreter der Digital History lange bei Daria mitgearbeitet. Er ist also eher europäisch sozialisiert. Wie sieht es nun mit der Digital History aus? Zunächst ist unübersehbar, dass das Interesse an den Chancen und Grenzen einer digitalen Geschichtswissenschaft in Nordamerika wie in Europa in den letzten Jahren eine wirklich neue Qualität erreicht hat. Die Mitgliederversammlung des Deutschen Historikerverbandes, VHD, hat auf dem Historikertag 2012, und zwar ohne eine einzige Gegenstimme, was vorher gar nicht so erwartet worden war, eine Arbeitsgemeinschaft für digitale Geschichtswissenschaft eingerichtet. Diese Arbeitsgemeinschaft adressiert 6 Felder, organisiert Konferenzen, regt Workshops und wichtige Diskussionen an, gerade erst zu Standards der Quellenkritik im digitalen Zeitalter.
Daneben hat der Ausschuss des VRD ein wissenschaftspolitisches Gremium, Geschichtswissenschaft in der digitalen Welt eingerichtet, das seit 2013 sehr wichtige Themen wie Archivzugänge, Digitalisierung, historische Grundwissenschaften, Ressourcen, Forschungsinfrastrukturen für die historischen Geisteswissenschaften und Ähnliches auf die Agenda gesetzt und sich auch entsprechend zu Wort gemeldet hat. Die American Historical Association, die über 14.000 Mitglieder zählt, versucht schon seit vielen Jahren, die digitale Wende für die Geschichtswissenschaft aufzunehmen und mitzugestalten. Patrick Manning, der derzeitige Präsident der AHA, er ist Globalhistoriker von der University of Pittsburgh, gehörte zu den ersten renommierten US-Historikern überhaupt, die sich digitale Methoden und Werkzeuge erschlossen haben. Nach dem Projekt Migration and Modern World History seit 1500, das 2000 als CD-ROM erschien, das mag heute furchtbar angestaubt klingen, war damals aber wirklich etwas ganz Innovatives. Nach diesem Projekt hat er mit dem African Slave Demography Project einen Meilenstein der Digital History entwickelt. Und Manning ist beileibe nicht der erste DH-Vertreter an der Spitze des größten Historikerverbands, ich glaube des weltweit größten Historikerverbands. Nur ein weiteres Beispiel, Roy Rosenzweig, der 1994 an der George Mason University das Center for Digital History and New Media gründete, war 2004 bis 2006 Vizepräsident für Forschung der AHA und hat dementsprechend auch zu dieser Zeit schon sehr für eine digitale Wende im Fach geworben. Auch die Programme der großen Fachkongresse spiegeln die neue Qualität, von der ich eben sprach. Auf der letzten Jahrestagung der AHA wurden 12 Sektionen zu Fragen der digitalen Geschichtswissenschaften organisiert, neben Workshops, ThreadCamps und dergleichen. Auf dem Historikertag in Deutschland waren es 2014 5 und wenn ich richtig gezählt habe, werden es 2016 hier in Hamburg 7 sein. Das mag jetzt nicht so furchtbar sensationell klingen, doch wer das Auswahlverfahren kennt, wer mal selber in diesem Ausschuss gesessen hat, der weiß, dass jeder einzelne Programmplatz verdammt hart umkämpft ist. Und der weiß dann eben auch, dass die Entscheidung für 7 digitale Sektionen eine Entscheidung gegen 7 andere, Verzeihung, konventionelle Sektionen ist. Und das ist dann doch ein deutliches Interesse. Und in dieser Hinsicht gibt es also auch deutliche Parallelen zwischen der amerikanischen und der deutschen Geschichtswissenschaft. Das gilt ebenso für die angestrebte Rückbindung ans Fach. Hier wie dort geht es nicht um die Etablierung einer Spezialdisziplin, sondern um die Prüfung von digitalen Erweiterungen innerhalb der legendären Zunft. Also um deren möglichst reflektierte und abwägende Integration in den Kanon der historischen Methoden und Arbeitsweisen. Digitale Geschichtswissenschaft geht von den Fragestellungen, den Quellenspezifika, den Begriffen und den Methoden der Fachwissenschaft aus und prüft, welche digitalen Werkzeuge dafür passfähig und weiterführend sein können. Die Technologie ist in diesem Sinne nicht Zweck, sondern Mittel, und zwar ein Mittel, das bei der Entstehung der Digital History gar keine so zentrale Rolle gespielt hat, zumindest nicht in Nordamerika. Heute definiert die AHA Digital History zwar als jegliche Forschung, die entweder mithilfe von entsprechenden Tools und Methoden entstanden ist oder aber mithilfe von digitaler Technologie vorgestellt wird. Lange Zeit aber stand die Vermittlung, also Webdatenbanken und Portale, im Zentrum. Nordamerika, die in Nordamerika bei weitem wichtigste Triebkraft für eine Digital History war nämlich die Hoffnung, Geschichte demokratisieren zu können. Wegbereiter wie das Roy Rosenzweig Center und die University of Virginia, nachfolgend auch Emory University, University of Nebraska-Lincoln oder Stanford University, haben Netzzugänge und Digitalisierungsoptionen zunächst primär dafür genutzt, Zugänge zu schaffen, Zugänge zu Quellen und Daten, zu Forschungsergebnissen und zu Literatur.
aus schmalen Informationskanälen für Experten sollten weit geöffnete Tore für ein breites, historisch interessiertes Publikum und damit für Staatsbürger werden, die in die Lage versetzt würden, sich kritisch mit der Vergangenheit und kritisch und informiert mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Quellenzugänge öffnen und unterschiedliche Stimmen aus der Vergangenheit hörbar machen und so öffentliche Partizipation an Geschichte zu fördern. Darum ging es Roy Rosenzweig und den meisten Kollegen, die ihm dann nachgefolgt sind. Und bis heute steht im Profil des inzwischen auf etwa 40 Mitarbeiter angewachsenen Zentrums stehen drei Grundanliegen gleichberechtigt nebeneinander. Lehren und Lernen, Forschung und Forschungstools, das bekannteste ist, glaube ich, Zotero, sowie Sammeln und Ausstellen. Die prominenteste Entwicklung des Centers ist hier Omeka. Das Roy-Rosenzweig-Center war dabei von Anfang an Teil des History Departments, also war in Forschung und Lehre ganz eng in die allgemeine Geschichtswissenschaft eingebunden und ist aus ihr herausgewachsen. Alle leitenden Wissenschaftler am Zentrum sind Historiker und lehren auch im History Department. Und hier zeigt sich erneut dieses ausgeprägte Interesse der Historiker an der disziplinären Verankerung. Und es zeigt sich des Weiteren, dass die Genese der digitalen Geschichtswissenschaft in den USA und Kanada ganz erheblich durch das Interesse an Public History, also der Geschichte und Geschichtsvermittlung außerhalb der akademischen Landschaft, gespeist wird. Public and Digital History werden bis heute oft in einem Atemzug genannt. Es handelt sich um kommunizierende Röhren in einem Kontext, in dem geisteswissenschaftliche Forschung, Lehre und selbst schulisches Lernen generell viel enger verwachsen sind als hierzulande und auch gemeinsam gefördert werden. In Deutschland, wo auch die DFG in der Regel keine Mittel für digitale universitäre Lehrangebote vergibt, markiert dies eine gravierende Forschungslücke. Die Entwicklung der nordamerikanischen Digital History aus dem Geist einer emanzipatorischen Public History vermag mit zu erklären, warum Webseiten und Webdatenbanken, Netzwerkanalysen und digitale Visualisierungstechniken sowie geografische Informationssysteme einen breiten Zuspruch finden, während die Age-Werkzeuge, die die digitale Analyse großer Textmengen ermöglichen, bei Historikern immer noch so verhalten aufgenommen werden. Hier noch zwei weitere für die Genese der Digital History in Nordamerika zentrale Projekte. Das 1997 begründete Virginia Center for Digital History, das über den digitalen Raum historische Forschung, aber eben auch wieder Kommunikation zwischen Forschern, zwischen Studierenden, Lehrern und der Öffentlichkeit fördern will. Ein Beispiel wäre das aus einer einzelnen Dissertation erwachsene Texas Slavery Project von 2007, das auf einer sehr umfassenden, gut recherchierten Datenbank aufruht. Ein zweites Beispiel, das Großprojekt zum transatlantischen Sklavenhandel an der Emory University in Atlanta, dessen Anfänge weit in die Zeit ohne Internet zurückreichen. Das ist ein sehr großes, komplexes Projekt und über dieses und die große Zahl von Partnern, die Emory hier mit eingebunden hat, ist diese Universität eben auch zu einem wichtigen Akteur in der Digital History geworden. Das zeigt wiederum, dass nicht nur die Digital Humanities, sondern auch die Digital History überwiegend bottom-up entstanden ist, über Initiativen einzelner Forscher, denen es dann über faszinierende Projekte und eine attraktive Präsentation dieser Projekte gelungen ist, auch strukturbildend zu wirken.
Die Zurückhaltung vieler Historiker gegenüber digitaler Textanalyse, die ich gerade angesprochen habe, erklärt sich aber auch, und hier plädiere ich auch, für eine sehr fachsensible Ausrichtung von Forschungsinfrastrukturen, erklärt sich auch aus den Besonderheiten historischen Forschungsmaterials. Noch gibt es jenseits der Zeitgeschichte, und Sie haben das vorhin ja gerade gesehen, gibt es also für die älteren Bestände noch wenig wirklich maschinenlesbare Corpora. Die wenigsten Texte sind wirklich in hoher Qualität OCR erschließbar oder gar seriell. Und wenn es sie gibt, dann sind sie nur mit vergleichsweise hohem finanziellen Aufwand und vor allem nur mit Kontextwissen, etwa zur Zeitgebundenheit und zum Wandel von Begriffen erschließbar. Und Historiker gehen davon aus, dass über Letzteres Computerwissenschaftler eher selten verfügen. Diese Techniken, die Konsequenz wäre dann, dass diese Techniken von Historikern tatsächlich nur genutzt werden, wenn ein größerer Teil von Historikern sie selber auch beherrschen lernt, beziehungsweise in wirklich enger interdisziplinäre Kommunikation, wie wir sie eben zum Beispiel in den Labs haben, tatsächlich mit Computerwissenschaftlern gemeinsam arbeiten kann. Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt angekommen, den ich persönlich besonders spannend finde, nämlich den Implikationen der Digitalität für die Geschichtswissenschaften. Wie werden Digitalität und dadurch ermöglichte neue Arbeitsformen, Erkenntnismöglichkeiten in der Geschichtswissenschaft reflektiert? Und wie weit verändert Digitalität unser disziplinäres Selbstverständnis? Determinieren digitale Möglichkeiten der Recherche und Erkenntnisgewinnung auch neue Forschungsperspektiven? Welche Änderungen im Methodenarsenal werden notwendig? Das sind Fragen und nur einige der Fragen, die Historikerinnen und Historiker zunehmend beschäftigen. Fragen, die sich auf Quellenerschließung und Quellenkritik ebenso beziehen wie auf thematisch-konzeptionelle Konjunkturen und auf Publikations- und Arbeitsformen, Formen, die nicht unbedingt kompatibel zu den Traditionen und zu den Anerkennungskulturen der Geschichtswissenschaften sind und daher auch als Risiko für die Karrierewege von Nachwuchswissenschaftlern eingestuft werden. Wie gesagt, die Perspektiven, die man entfalten und auf die man eingehen könnte, sind vielfältig. Lassen Sie mich auf drei dieser Herausforderung nachfolgend eingehen. Zum ersten Punkt, Verschiebungen in der konzeptionellen Ausrichtung und in der Quellenerschließung. In der deutschen wie in der amerikanischen Geschichtswissenschaft ist die Diskussion über Chancen und Grenzen der digitalen Erweiterung von historischer Forschung im vollen Gange. In den USA hat sie allerdings, so würde ich das einschätzen, früher eingesetzt und inzwischen nicht nur, wie im Deutschen Historikerverband, jüngst auch die Verbandszeitschrift erreicht, sondern sogar die wichtigste historische Zeitschrift Nordamerikas, die American Historical Review. Erst kürzlich hat Lara Putnam von der Pittsburgh University dort Thesen über digitale Arbeitsweisen und neue Konzepte der historischen Forschung publiziert, die sich um folgende und in der Tat zentrale Frage ranken. Wie hat der Digital Turn den fast zeitgleich einsetzenden Transnational Turn beeinflusst? Putnam geht davon aus, dass die Digitalisierung die analytische Ablösung von der Nation, wenn nicht ermöglicht, dann doch kräftig beschleunigt hat. Und in der Tat, die technologische Revolution hat die Reichweite und Geschwindigkeit, mit der Quellen und Literatur für transnationale und globalhistorische Fragestellungen erschlossen werden können, regelrecht vervielfacht. Die Vorteile liegen auf der Hand. Erstens, historische Forschung, so scheint es, erfordert keine langandauernden, teuren Suchen und Studien vor Ort mehr. Die Digitalisierung von FINT-Hilfsmitteln und großen Textmengen einerseits, neue Auswertungstechniken andererseits, erlauben es selbst ohne Archivbesuch, grenzüberschreitende Netzwerke, Wissenstransfers oder kulturelle Muster zu erkennen,
die sich Historikern in analogen Zeiten so nicht erschlossen haben. Die Frage ist, zu welchen Kosten, welche Probleme muss das Fach aufnehmen und lösen? Erstens, viele Doktoranden sind sich nicht bewusst, dass noch immer nur ein kleiner Teil von Archivalien digitalisiert ist. Selbst im Westen und erst recht im globalen Süden bedeutet eine Selbstbeschränkung auf digital verfügbare Findhilfsmittel und Quellen, dass weitreichende Schlussfolgerungen auf einem kleinen Ausschnitt von Quellen beruhen. Paradox, nicht wahr? Auf der einen Seite hat die Expansion digitaler Daten zu einer Erweiterung der Perspektiven geführt, zugleich aber auch zu einer Verengung des Blicks und das auch in anderer Hinsicht. Zweiter Punkt, die Geschichtswissenschaft hat sich seit Sozial- und Kulturgeschichte von der Konzentration auf Eliten, auf Männer, auf westliche Gesellschaften ab und lange marginalisierten Gruppen zugewandt. Ins Netz jedoch gelangen heute ganz überwiegend Dokumente von im konventionellen Sinne besonderer politischer und hochkultureller Bedeutung. Eine systematische Analyse digital verfügbarer Quellen steht zwar noch aus, doch deutet vieles darauf hin, dass durch die Digitalisierung eine Art zweite Marginalisierung stattfindet und Gruppen im digitalen Schatten, das heißt also auch außerhalb des Forschungsinteresses, verbleiben könnten, die wir in vordigitalen Zeiten mühsam ans Licht geholt haben. Dies müssen wir berücksichtigen, wenn es um zeitgemäße Quellenkritik und die Frage geht, was von Digitalität und Big Data nicht erfasst wird. Zweitens um Doktoranden, die wir für die Risiken und Fallstricke einer Digital-Only-Forschung sensibilisieren müssen. Und drittens, wenn es um Digitalisierungsstrategien geht, die noch allzu selten forschungsgetrieben sind. Es ist essentiell wichtig, dass Historikerinnen die Relevanz von Digitalisierungsgut mitdefinieren und dass Projekten, die digitale Analyse-Tools verwenden wollen, auch eine Vorlaufphase für den forschungsgetriebenen Aufbau eines entsprechenden Korpus zugestanden werden. Drittens, auch in Nordamerika verfügen bis dato nur wenige Historikerinnen über die Qualifikation, große Datenmengen mit digitalen Tools fachlich reflektiert zu erschließen oder die Struktur von Rechercheergebnissen zu bewerten. Strukturen, die eher aus schwer erschließbaren Suchalgorithmen, Sie zeigen mir jetzt eine Minute auf meinem Display, hätte ich noch 6. Wir waren 45 Minuten ausgegangen, ne? Gut, aber die halte ich ein. Die sich also eher aus Suchalgorithmen als aus Kontextwissen ergeben. Und berücksichtigt man nun die thematisierte Konzentration auf nur digitalisierte Quellen einerseits, bei der die Auswahlkriterien oftmals ja auch für den einzelnen Forscher nicht erkennbar sind und die Abhängigkeit von Suchalgorithmen, dann ist das Problem mit beiden Händen zu greifen. Bevor Historiker überhaupt über die Anwendung digitaler Tools nachdenken, müssen sie sich die scheinbar banale, aber doch drängende Frage stellen, wessen Geschichte spiegelt sich überhaupt in digitalen Quellenkorpora und wie kommen diese Korpora zustande? Und das impliziert viertens, dass die Dividende der digitalen Revolution neue Kompetenzen und neue Fachsprachen, nämlich auch Computersprachen, abfordert. Ob sie junge Historiker selber erlernen oder in der interdisziplinären Kooperation erläutert bekommen müssen, ist eine der Fragen, die lebhaft diskutiert wird. Eines steht fest, die Kompetenzen werden dringend benötigt, denn insbesondere in der Zeitgeschichte werden ohne digitale Bilder, Twitter-Nachrichten oder Facebook-Einträge, also born digital sources, bestimmte Themen gar nicht mehr bearbeitet werden können. Und damit bin ich bei den neuen Forschungspraktiken und Reputationskulturen.
Wie passen digitale Arbeitsformen einerseits und der in der Geschichtswissenschaft dominierende Forschungsmodus zusammen? Historiker und Historikerinnen arbeiten eher interpretiv als datenorientiert. Sie bevorzugen narrative Strukturen und haben ein spezifisches, auf den einzelnen Forscher ausgerichtetes Bild von Qualität und Autorschaft. Wenn in den Naturwissenschaften 10 Autoren 7 Seiten publizieren, dann können sich Historiker meistens ein Lächeln nicht verkneifen. In unserem Fach wird deutlich mehr Wissen akkumuliert als aktualisiert. Forschungsergebnisse haben eine deutlich längere Halbwertszeit als in vielen anderen Disziplinen. Und dadurch scheint die rasche Zugänglichkeit zu eigenen Daten und Forschungsergebnissen von nicht allzu hohem Wert zu sein. Der Goldstandard, besonders für wissenschaftliche Karrieren, ist nach wie vor die gedruckte Monographie. Digitale Studien versprechen wenig Reputation. Und das Gleiche gilt für digitale Produkte wie Webseiten, Datenbanken, Annotationen und dergleichen. Und daraus resultieren eben die Fragen nach Forschungsbedingungen und Forschungsmodi. Welche Forschungspersönlichkeit entspricht den bewährten und den neuen Anforderungen im Fach? Und was bedeutet es für die etablierten Karrierewege? Wie bewerten wir die interdisziplinären Arbeitsformen und die kollektiven Publikationen, die uns als Historiker fremd sind, aber für eine digitale Geschichtswissenschaft eigentlich unverzichtbar? Wie steht es um die Zurechenbarkeit von wissenschaftlichen Leistungen und um neue, auch digitale Formate und Qualifikationen, wenn es um Tenure-Verfahren, um Berufungen geht? Zu diesen und ähnlichen Fragen hat der amerikanische Historikerverband, und damit komme ich jetzt gleich zum Schluss, auch jüngst Position bezogen. Er verweist auf eine grundlegende Diskrepanz. Obwohl digitale Kompetenzen stark nachgefragt sind, zählen digitale Leistungen noch wenig in eben diesen Verfahren. Sie sind allerdings ein geschätztes Add-on. Deshalb zögern gerade jüngere Historiker oft, sich auf die Unwägbarkeiten der DH-Tools und auf Webpublikationen einzulassen. Sie investieren ihre rare Zeit dann doch in peer-reviewed Journal-Articles und Monographien. Mit einem paradoxen Ergebnis, das auch an unserem Projekt, Projekt des DHI, ablesbar ist. Abgesehen von einigen jungen Idealisten und jenen, die in der Dissertation auch DH-Tools verwendet haben, die Dissertation dann aber ganz konventionell publizieren, sind es vor allem etablierte Historiker, die es wagen oder besser, die es wagen können, sich auf innovative Forschungsformate einzulassen. Der Nachwuchs hingegen fühlt sich gezwungen, eher orthodox zu publizieren. Und Portale wie dieses werden, was freilich dann am Ende ihrer Nutzung und ihrer Reputation wieder zugutekommt, überwiegend von renommierten Fachvertretern bestückt. Das heißt, die digitale Revolution scheint in der Geschichtswissenschaft auch ein bisschen ein Silberrückenphänomen zu sein. Dennoch hält es die EHE für geboten, ein neues Denken in den Fakultäten zu verankern. Ich kürze das jetzt ab, um tatsächlich in der Zeit zu bleiben. Sie hat eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Fakultäten beraten soll, auch um Qualitätskriterien für digitale Produkte anwenden und diese Produkte bewerten zu können, wenn es eben um Evaluationsverfahren geht. Und das ist auch etwas, womit sich der Deutsche Historikerverband intensiv beschäftigt. Er wird das auf dem nächsten Historikertag auch thematisieren, ebenso wie das Vorhaben, ein Zentrum für digitale historische Geisteswissenschaften zu entwickeln, um genau dieser Fachbindung und der Spezifik von historischen Quellen stärker entsprechen zu können. Und damit streben wir keine Verinselung an und wehren interdisziplinäres Arbeiten auch nicht ab. Sie wissen ja nun, dass ich ein großer Fan der Digital Labs bin. Aber wir dürfen unsere fachlichen Standards einfach nicht verwaschen, sondern müssen sie neu definieren. Und das erfordert zunächst ein geschärftes Bewusstsein für die methodischen und methodologischen Spezifika historischen
Arbeitens. Die Age-Angebote wie Clarin sind wichtig und wir sind froh, dass nachträglich die Historiker in die Clarin-Strukturen eingewoben werden konnten, aber allein mit ihnen werden wir auch nicht alle Herausforderungen der digitalen Geschichtswissenschaft bewältigen können. Ich hatte ursprünglich noch vor, Ihnen etwas zur Digital History in der Lehre der USA vorzustellen und Kanada. Das lasse ich jetzt weg und fasse nur noch mal ganz kurz zusammen. Je mehr ich mit den Gegebenheiten in Nordamerika vertraut werde, desto mehr gewinne ich den Eindruck, dass, obwohl oder weil es noch kaum spezielle Studienprogramme und Professuren gibt, Tenure-Track-Kriterien noch sehr konventionell ausgerichtet sind und die Offenheit von History Departments für digitale Formate der Präsentation von Geschichte, aber auch für die Visualisierung von Forschungsergebnissen und die Nutzung digitaler Analyse-Tools zugleich höher. Also das ist ein gewisser Widerspruch. Ne? Die Offenheit auf der einen Seite, aber wenn es um harte Kriterien der Qualifizierung geht, dann spielen sie noch kaum eine Rolle. Die Bewunderung der amerikanischen Kollegen wiederum weckt, was in Deutschland so besonders weit entwickelt ist, kritische Editionen, die längst digitalen Standards verpflichtet sind und die digitale Fachkommunikation, die das Fach tatsächlich hier in Deutschland in seiner ganzen Breite erreicht. Und genau das strebt eben eine Geschichtswissenschaft in der digitalen Erweiterung auch an. Sie steht nicht für eine kulturpessimistische Debatte über Zumutungen, die die digitale Revolution für Historiker impliziert, sondern für eine vom Mainstream des Faches begleitete, sorgsame Abwägung von neuen Möglichkeiten einerseits und Kosten, Herausforderungen andererseits. Vielen Dank.